Hi und willkommen zurück in der Zwergenfestung. Mein Name ist Markus und nachdem wir jetzt im fünften Teil der Dwarf Fortress Tutorial Reihe endlich im Spiel angekommen sind, das war jetzt auch wirklich eine Geburt, möchte ich dir heute das Interface näher bringen. Ich habe das Video aufgrund des wirklich riesigen Umfangs zweiteilen müssen. Im ersten Part werde ich in den ersten paar Minuten möglichst kompakt eine Übersicht über den grundsätzlichen Aufbau der Oberfläche zeigen und erst danach gehe ich tief in die Details der einzelnen Menüs und Elemente, was sich anschließend auch auf den zweiten Part, das heißt das zweite Video, erstreckt. Ich habe, auch wenn ich es nicht gedacht hätte, bei meiner Videoplanung auch noch viele Dinge dazulernen können. Klar, normalerweise geht man nicht jeden Menüpunkt einzeln durch, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass hier jetzt noch jeder Wissenslücken füllen kann, auch wenn er oder sie schon viel Spielerfahrung mitbringt. Aber dazu mehr nach dem Intro. Beim letzten Mal sind wir hier im Spiel gelandet, wo wir auch später weitermachen werden. Damit es aber bei meinen Erklärungen zumindest ein bisschen was zu sehen gibt, muss ich erst nochmal auf ein etwas fortgeschritteneres Spiel zurückgreifen, sonst ist es doch ein wenig zu leer. Ich beginne vorerst damit, dir die groben Elemente hier auf der Oberfläche zu erklären. Links ist der Nachrichtenbereich, in dem du über alle wichtigen Vorkommnisse im Spiel unterrichtet wirst oder auch manchmal Entscheidungen treffen musst. Oben findet man den Statusbereich zu deiner derzeitigen Festung. Es beginnt mit dem Festungsnamen, einmal auf Zwergisch, darunter auf Englisch. Darunter findest du die derzeitige Klasse deines Ortes, die abhängig von deiner Einwohnerzahl und den Beständen ist. Und wo wir gerade bei den Einwohnern sind, rechts daneben findest du den Umfang deiner Population und die Unterteilung deiner Bevölkerung auf die jeweilige Stimmungsklassen, welche dank der eingefärbten Smileys wohl selbsterklärend sein sollten. Daneben ist eine Schaltfläche, über die du zu allen Beständen gelangst. Wie gesagt, in die Untermenüs springe ich später. Rechts daneben ist die Übersicht über deine Nahrungsbestände bzw. Getränke und Samen, welche wieder zu rohem Essen führen können. Ganz rechts ist der Kalender zu sehen mit dem Tag und Monat, die Zeit innerhalb der Saison, das Jahr und die Mondphase, welche wichtig in Bezug auf Werbeasts sein kann. Zum Beispiel Werwölfe, Werbären, Wereidechsen oder auch Wereichhörnchen. Oben rechts findest du dann den Karten- und Spielsteuerungsbereich. Im linken Teil beginnt es mit Pause und Start, was du auch intuitiv mit der Leertaste bedienen kannst. Daneben sind die Einstellungen des Spiels und die Hilfe inklusive des Tutorials. Darunter findest du die Hotkey-Verwaltung und zwei Buttons zum vertikalen Verschieben des Spielbildschirms auf die höchste und niedrigste bekannte Stelle der Mitte deines derzeitigen Bildschirmausschnitts. Darunter ist auch das Zoomen zu finden, welches auch im Standard mit dem Mausrad plus Steuerungstaste genutzt werden kann. Das Einblenden der Wasserhöhen mit den Zahlen 1 bis 7 und die optische Hervorhebung von Rampen finden sich rechts daneben. Rechts in der Ecke, kaum zu übersehen, ist die Übersichtskarte, die dir den Bildschirmausschnitt zeigt. Was aber schon übersehbar ist, ist die darunter angegebene Höhe oder Etage, in der du dich gerade befindest. Eine dazu passende visuelle Darstellung findet sich rechts daneben in einer Leiste, die wie ein Scrollbalken aussieht. Hier muss man sich vorstellen, dass man sich innerhalb der Mitte der Leiste befindet. Der hellblaue Bereich oben ist der Bereich oberhalb der Erde und der Rest der unterirdische Bereich. Beim Wechseln durch die Etagen verschiebt sich dieser Bereich um die Mitte. Unter dieser Höhenvisualisierung findest du außen die Weltkarte, die du von der Kartengenerierung und dem Embark bereits kennst. Links daneben ist das Militärmenü, in welchem du später deine Einheiten verwalten kannst. In der Mitte, am unteren Bildschirmrand, ist der Interaktionsbereich, in dem du beispielsweise graben, Bäume fällen, Workshops setzen, Lagerplätze definieren und so weiter kannst. Auch dazu später mehr. Links unten ist dann der letzte Bereich, in dem sich alle Verwaltungsmenüs befinden, in denen du beispielsweise Jobs vergeben, Arbeitsaufträge einlassen oder Verwalter ernennen kannst. Kommen wir aber nun zu den Details der einzelnen Bereiche. Diesmal nicht ganz im Uhrzeigersinn, aber dafür in logischer Abhängigkeit. Links im Nachrichtenbereich findest du verschiedene Symbole für die verschiedenen Nachrichtenarten, zum Beispiel für Berufe, Bergbau, Wetter und so weiter. Klickst du eine Kategorie an, findest du die jeweiligen Nachrichten chronologisch aufgelistet wieder.
Leider ohne Datum. Daher musst du wissen, dass oben die älteste und unten die neueste steht, was bei vielen Nachrichten auf einmal durchaus verwirrend sein kann und zum Scrollen führt. Rechts neben jeder Nachricht hast du einen Knopf, welcher dich zum Ort des Geschehens bringt, falls eine Position hinterlegt ist. Beim Wetter beispielsweise nicht. Auch hier muss man wissen, dass der Ort der Nachricht nur einmal zum Zeitpunkt der Generierung selbiger hinterlegt und anschließend nicht mehr geändert wird. Das ist entscheidend, wenn es zum Beispiel ums Kampfgeschehen geht, da wenige Sekunden später an dieser Position nichts mehr zu finden ist. Daher muss im Zweifel schnell auf diese Nachricht reagiert werden oder entsprechende Zwerge oder andere involvierte Kreaturen müssen auf andere Weise gesucht werden. An der Stelle, wo du deinen Festungsnamen siehst, erscheint eine Einblendung, wenn du mit der Maus drüber fährst. Hier wird der bereits geschaffene Wohlstand unterteilt in verschiedene Gegenstandskategorien und Wert der Strukturen deiner Festung. Ebenso findest du die importierten und exportierten Werte in der Übersicht. All das siehst du aber nur, wenn du bereits einen Broker ernannt hast. Ein Bookkeeper hilft dir zudem, die angezeigten Werte auch möglichst präzise darzustellen. Dazu komme ich aber später. Es geht weiter mit den Stocks, deinen Lagerbeständen. Hier findest du alle Gegenstände, die sich derzeit in deinem Besitz befinden, unterteilt nach Gegenstandskategorien. An den Kategorien steht, wie viele der Gegenstände du derzeit besitzt. Einmal in weiß und darunter gegebenenfalls auch in rot. Die Gegenstände in rot sind derzeit nicht verfügbar, weil sie irgendwo verbaut sind, wie beispielsweise der Amboss in einer Schmiede. Entscheidend ist also vorrangig die weiße Zahl, wenn du mit den Gegenständen etwas anstellen möchtest. In der Kategorie selbst sind die Gegenstände wieder nach Materialien unterteilt, welche sich in einklappbaren Sektionen befinden. Die Gegenstände selbst sind mit verschiedenen Symbolen gekennzeichnet, welche du an vielen Stellen des Spiels wiederfindest. Diese umklammernden Symbole geben einerseits an, um welche Qualität es sich handelt, ob und wie der Gegenstand dekoriert wurde, wie es um seine Haltbarkeit bestellt ist und ob er importiert oder verboten wurde. Die Symbole können dabei beliebig miteinander kombiniert werden, was das Lesen etwas komplexer machen kann. Rechts neben dem jeweiligen Gegenstandsnamen sind verschiedene Symbole zu sehen. Mit dem ersten, bereits bekannten Symbol kannst du zum Ort des Gegenstands springen, wobei sich das Fenster dabei schließt. Mit der Lupe gelangst du zusätzlich in die Detailansicht des Gegenstands, welche dir mindestens eine zusätzliche Beschreibung offenbart, die aber gegebenenfalls auch seinen derzeitigen Träger, den Ort, in den er eingebaut ist, Gegenstände, aus denen er besteht oder seine Inhalte anzeigt. Mit dem Schlosssymbol kannst du den Gegenstand für die Benutzung sperren oder wieder freigeben. Das kann beispielsweise nützlich sein für Pfeile, die auf dem Schlachtfeld liegen geblieben sind und du noch weiterverwenden möchtest. Der Mülleimer markiert hingegen einen Gegenstand, sodass er in deine Garbage-Dump-Zone gebracht wird, falls du eine eingerichtet hast. Das kann für tote Kreaturen und kaputte Kleidung nützlich sein. Mit dem Flammensymbol kannst du einen Gegenstand zum Schmelzen in deiner Schmelze vorsehen. Das geht natürlich nur mit metallischen Objekten. Dadurch kannst du einen Teil des Metalls aus dem Gegenstand wieder zurückgewinnen. Und mit dem letzten Augensymbol kannst du einen Gegenstand visuell ausblenden. Der Gegenstand ist weiterhin da, er wird nur nicht mehr dargestellt. Hinter dem Fragezeichen findest du einige für das Spiel hilfreiche Informationen zu verschiedenen Themen auf der rechten und ein paar Mini-Tutorials auf der linken Seite. Die Informationen erklären dir allerdings nicht das gesamte Spiel, sorry, das wäre wirklich zu einfach gewesen. Unter dem Fragezeichen findest du die Hotkey-Verwaltung. Die Hotkeys werden dazu genutzt, zu bestimmten Brennpunkten in deiner Festung oder generell auf der Karte zu springen, damit du dir das Scrollen sparen kannst. 16 Stück kannst du insgesamt belegen, F1 bis F8 und zusätzlich noch die Kombination der Tasten mit Shift. Der erste Hotkey, F1, ist immer schon automatisch vorbelegt mit der Position deines Wagens, mit dem du auf der Karte angekommen bist, kann aber jederzeit angepasst werden. Die Position ist immer in allen drei Dimensionen angegeben, die Höhe oder Etage sowie die Nord-Süd- und die Ost-West-Koordinaten. Mit der ersten Schaltfläche mit dem Pfeil, den wir jetzt schon an verschiedenen Stellen kennengelernt haben, springst du, wie zu erwarten, an die derzeit gespeicherte Position. Mit der Schaltfläche rechts daneben speicherst du die aktuelle Bildschirmposition auf dem Hotkey ab. Hast du eine Zuweisung festgelegt, beispielsweise auf deine Taverne, so bietet es sich an, die Belegung auch zu benennen, damit du nicht durcheinander kommst, sobald du mehrere Hotkeys festgelegt hast. Mit den F-Tasten kann man dann blitzschnell zwischen den Positionen hin und her wechseln. Das X ganz rechts löscht die Zuweisung und den Namen wieder, falls du den Hotkey nicht mehr benötigst. Wir machen auf der linken Seite weiter. Hier im Menübereich gibt es 8 verschiedene Schaltflächen. Beim Klick auf jede einzelne hat man zuerst das Gefühl, dass alle unglaublich viele Untermenüs haben.
Jedoch landet man immer wieder im gleichen Menü, nur in unterschiedlichen Registerkarten. Das heißt, dass die 8 Schaltflächen exakt den 8 Tabs in der obersten Reihe entsprechen. Ich beginne links bei Creatures. Hier findest du unter Citizens all deine Zwerge wieder. Du kannst sehen, was sie gerade tun, welche Laune sie gerade haben und für welche Arbeit sie eingeteilt sind. Du kannst sie von hier aus mit der linken der mittleren Schaltflächen direkt aufsuchen oder mit der Lupe sogar zusätzlich gleich in ihre Details springen, als hättest du sie im Spiel direkt angeklickt. Neben dem Job des Zwergs ist manchmal auch die Schaltfläche zum Springen zu einer Position eingeblendet. Damit gelangst du zu seinem derzeitigen Ziel, wo er seine momentane Aufgabe verrichten muss. Auch kann der Zwerg in manchen Fällen mit der Schaltfläche mit der halbtransparenten Person von diesem Job abgezogen oder gleich der gesamte Job pausiert oder abgebrochen werden. Die Liste kannst du nach mehreren Spalten sortieren, wie es dir gerade passt. Die anderen Tabs sind ganz ähnlich aufgebaut. Im zweiten Tab, Pets, Livestock, findest du deine Tiere wieder und ihre Kategorie, ob bereits domestiziert oder nicht. Auch kannst du beispielsweise Hunde für den Kriegseinsatz oder zum Jagen abrichten und ihnen einen Trainer zuweisen. Zudem kannst du bestimmte Tiere als Haustier zulassen oder, falls du sie nicht ganz so lieb hast, auch zum Schlachten oder Kastrieren freigeben. Unter Overall Training kannst du die generelle Vertrautheit deiner Sippe mit den verschiedenen Tieren nachschlagen. Tiertraining ist aber generell auch nochmal ein ganz eigenes Themengebiet. Im Tab Others findest du alle weiteren Kreaturen auf der Karte. Das können derzeitige Gäste, Fische, wilde Tiere im Allgemeinen oder auch Gegner sein. Unter Dead Missing findest du dann eine Liste aller toten Kreaturen dieses Spiels. Der Tab Task ist eine ganz ähnliche Ansicht wie Citizens unter dem Tab Creatures. Hier siehst du nur einen Extrakt daraus und es geht nur darum, welche Aufgaben gerade erledigt werden und wer sie gerade erledigt. Die restlichen Angaben sind die gleichen wie in der vorherigen Liste. Unter Places findest du alle besonders deklarierten Bereiche deiner Festung wieder. Unter Zones fängt es an, beispielsweise mit Zonen wie Schlafzimmern, Büros oder Treffpunkte. Unter Locations werden dann besondere thematische Zuweisungen innerhalb der Zonen angegeben. Ganz klassisch zum Beispiel die Taverne innerhalb deines Treffpunktes bzw. Meeting Area. Stockpiles listet dir auf, welche Lagerorte mit welchen Spezialisierungen du hast und wie voll diese sind. Von dort aus kannst du auch wieder direkt zu den Legern abspringen bzw. sie anpassen. Workshops listet dir alle Werkstätten auf, die du bereits eingerichtet hast und gegebenenfalls auch, welche Arbeit dort gerade verrichtet wird. Auch hier wieder die Möglichkeit, den jeweiligen Workshop direkt aufzusuchen. Und der letzte Untertab Farmplots listet dir deine Farm auf und zeigt dir, wie viel dort derzeit angepflanzt ist. Im nächsten Themenbereich Labor kannst du unter Work Details deinen Zwergen die Standardjobs zuweisen. Also beispielsweise, wer graben oder Bäume fällen soll. Je nach Arbeit kannst du auswählen, ob das jeder tun darf, nur bestimmte Zwerge oder niemand. Wenn du nur bestimmte Zwerge ausgewählt hast, kannst du die einzelnen Zwerge anhaken und sie bekommen ein Symbol für die jeweilige Arbeit zugewiesen. Reicht dir diese Angabe nicht bzw. fehlt dir etwas darin und das kann dir schnell passieren, wenn du vom klassischen Dwarf Fortress kommst, dann kannst du mit Add New Work Detail noch weitere Jobs hinzufügen. Beispielsweise Jewelry, die Verarbeitung von Edelsteinen. Gegebenenfalls sogar in Kombination mit Stone Cutting, weil das in die gleiche Richtung geht. Diese neue Jobart kannst du dann benennen. Hier nenne ich sie einfach mal Steinveredelung und kann sie gleich mehreren Zwergen zuweisen. Mit dem Zahnrad kannst du die Zusammensetzung der Arbeit auch anschließend bei Bedarf nochmal verändern. Jetzt geht es noch etwas tiefer herunter. Unter Standing Orders können globale Verhaltensregeln festgelegt werden. Diese können in ganz verschiedene Richtungen gehen, gelten aber für alle Zwerge gleichermaßen. In Automated Workshops können Vereinfachungen für die Verarbeitung hinterlegt werden. Zum Beispiel, dass automatisch alles an verfügbarem Garn zu Stoff gewoben wird, ohne dass das extra in Auftrag gegeben wird. Ebenso könnte die Option umgestellt werden, dass nur gefärbte Fäden automatisch gewoben werden sollen. Oder überhaupt keine.
Darunter geht es ähnlich weiter, dass in der Kleidungsverarbeitung jeder Stoff oder nur gefärbter verwendet werden darf. In diese Richtung geht es auch weiter. Ich gehe die weiteren Punkte nur schnell durch. Das Aktivieren oder Deaktivieren des automatischen Einsammelns von Spinnenweben, ob Jobs für das Schlachten von für das Schlachten vorgesehenen Tieren erstellt werden sollen, ob automatisch Kadaver geschlachtet werden sollen, Fische selbstständig für die Weiterverarbeitung vorbereitet werden sollen, ob Talg in den Küchen automatisch aus Fett gewonnen werden soll oder ob die Tierhaut vom Schlachtvorgang zu Leder weiterverarbeitet werden soll. Unter Hauling hingegen geht es um Sammelaufgaben. Hier kann festgelegt werden, ob deine Zwerge generell Tiere, Essen, Möbel, Körper, Mineralien oder Holz sammeln oder ignorieren sollen. Refuse and Dumping beschäftigt sich mit den Überbleibseln toter Kreaturen. Der erste ist zugleich der Oberpunkt, ob die Zwerge sich überhaupt mit Abfall beschäftigen sollen, also ein globaler Ein-Ausschalter. Darunter legst du fest, ob auch außerhalb deiner Festung tote Körper oder deren Überreste eingesammelt werden dürfen. Das kann manchmal nach einem Kampf schon nützlich sein. Meist ist aber das Sammeln von Ungezieferüberresten wie im Punkt darunter nicht erwünscht. Alle Punkte darunter legen die Regeln fest, ob Leichen, Schädel, Knochen, Gehäuse, Haut, Haare, Wolle und andere Objekte dieser Art in einem dafür vorgesehenen Lagerort aufbewahrt oder auf deine Müllhalde geworfen werden sollen. Unter Sieges and Forbidding geht es um den Fall einer momentanen militärischen Auseinandersetzung. Beispielsweise sind gerade ein paar Untote bei dir auf der Karte aufgetaucht. Dann kommen diese Regeln zum Einsatz, welche für die Sicherheit deiner Zwerge sorgen. Forbid Use Ammunition sorgt beispielsweise dafür, dass deine unbewaffnete Zwergenmama nicht nach dem ersten Schuss aus der Armbrust deines unbeholfenen Zwergs in Richtung der Untoten losläuft, um den Bolzen, der offensichtlich sein Ziel verfehlt hat, wiederzuholen. Ressourcen sparen schön und gut, aber das geht sicherlich auch noch zu einem späteren Zeitpunkt. Falls nicht, musst du das hier anders konfigurieren oder eben jeden benutzten Bolzen manuell wieder erlauben. Auch ist es manchmal nicht so hilfreich, die Toten direkt vom aktiven Schlachtfeld zu bergen, auch wenn der Schmerz noch so tief sitzt. Mit Forbid Your Dead During Sieges erreichst du genau das. Darunter geht es ebenso mit anderen Objekten weiter, die Gegenstände deiner Toten, tote Gegner und deren Gegenstände. Ebenso sind diverse Aktionen standardmäßig verboten, wie das Putzen oder das Nachladen von Fallen. Letzteres muss öfters mal wieder aktiviert werden. Ebenso können die Käfige von Käfigfallen und die Bestandteile von zerstörten Workshops verboten oder zugelassen werden. Achte hier immer darauf, dass es die Option immer mit und ohne During Sieges, also während des Kampfgeschehens, gibt. Chores sind Hausarbeiten. Hier geht es ganz klar um Kinderarbeit. Sollen die zwergischen Kinder etwas beim Schleppen, Putzen, Füttern, Melken oder Hebelziehen mithelfen? Im Standard sagt Dwarf Fortress, yep, das ist definitiv in Ordnung. Bist du anderer Ansicht, kannst du das hier anpassen. Und Other stellt dir noch die letzten paar Optionen zur Verfügung. Der erste Punkt ist für deine eigene Schwelle zum Genervtsein wichtig. Hier legst du fest, wie oft du im Schnitt von Benachrichtigung zu abgebrochenen Arbeiten genervt werden möchtest. Willst du alles wissen? Ist es dir egal? Oder wären ein paar Meldungen schon nicht verkehrt? Du hast es in der Hand. Der zweite Punkt ist aus meiner Sicht super, so wie er ist. Jeder soll beim Ernten helfen. Damit geht es so unglaublich schnell, im Ernstfall mal die Oberfläche abzugrasen. Musst du sicher gehen, dass die Ernte definitiv nicht schief geht, weil du eventuell auch nicht mehr so viele Samen zur Verfügung stehen hast? Stellst du das besser um, dass nur deine Bauern sich um die Ernte kümmern? Im dritten Punkt kannst du festlegen, ob ähnliche Lebensmittel im gleichen Fass eingelagert werden dürfen, obwohl sie nicht komplett gleich sind. Die letzten beiden Punkte legen fest, ob deine Trinkwasser- und Angelzonen nur zu bevorzugen sind oder zwingend genutzt werden müssen. Wir kommen zum nächsten Punkt der zweiten Ebene, Kitchen. Hier können Präferenzen der Küche eingestellt werden. Unter Vegetable, Fruit and Leaves siehst du deine derzeitigen vegetarischen Lebensmittel und kannst festlegen, ob sie fürs Kochen oder Brauen zugelassen sind. Immer im Hinterkopf behalten, dass beim Kochen die Samen zerstört werden. Daher zumindest am Anfang das Kochen deiner Pflanzen ausschalten, aus denen du den Alkohol für deine Zwerge gewinnen möchtest. Unter Seeds, den Samen, sieht es ähnlich aus. Hier hast du einerseits eine Übersicht über die verfügbaren Samen, kannst aber bei Bedarf auch die Verwendung beim Kochen zulassen, was dich vor einer Überflutung deiner Festung mit Plump-Helmet-Samen bewahren kann. Drinks können ganz ähnlich konfiguriert werden.
Normalerweise können sie als Komponente in Mahlzeiten verwendet werden. Aber falls dir die Getränke fast ausgehen und deine Zwerge schon verdursten, ist das hier deine richtige Adresse zum Handeln. Und im letzten Reiter Meat, Fish and Others kannst du auf die gleiche Art alle tierischen Rohstoffe fürs Kochen zulassen oder sperren. Der letzte Oberpunkt unter Labor ist Stone Use. Hier kannst du eine ganz ähnliche Einstellung wie beim vorherigen Punkt Kitchen festlegen. Hier geht es darum, ob du Steine, welche du beispielsweise als Erze nutzen kannst, auch für andere Zwecke nutzen möchtest. Das heißt, um daraus Gebäude oder Gegenstände wie Türen herzustellen. Diese Steine werden in Dwarf Fortress Economic Stone genannt. Diese werden nicht nur als Erze genutzt, sondern werden auch gebraucht, um Koks, Gipspulver oder Stahl herzustellen. Letzteres sind die sogenannten Flux Stones. Die Nutzungsmöglichkeiten werden hier ebenfalls aufgeführt und ebenso, ob es sich um einen magmasicheren Stein handelt. Standardmäßig sind nur die häufig vorkommenden Gesteinsarten für anderweitige Nutzung aktiviert. Unter Other Stone findest du alle weiteren bisher noch nicht genannten Steine ohne spezielle Nutzung, weswegen diese auch alle zugelassen sind. Der nächste Tab, Work Orders, wird für dich vermutlich einer der am häufigsten genutzten Tabs in diesem Bereich sein. Hier kannst du Arbeitsaufträge einlasten, was du dir vorstellen kannst, wie eine bestimmte Ware in einer gewissen Menge zu bestellen. Das ist die bessere Alternative zu erstens die Gegenstände einzeln in den Workshops zu vergeben oder nur lokale Aufträge in einem Workshop einzulasten. Denn mit größeren Festungen kommst du mit dem manuellen und einzelnen in Auftrag geben von Gegenständen vermutlich nicht mehr hinterher. Voraussetzung dafür ist allerdings ein Manager. Zu dem kommen wir aber ein paar Minuten später. Hier kannst du nämlich noch etwas mehr Logik hineinstecken, indem du bestimmst, ob du die Bestellung nur einmal benötigst oder sie bei Verbrauchsgütern regelmäßig unterhalb eines Meldebestandes aufgibst. Es können auch noch weitere Abhängigkeiten von anderen Jobs festgelegt werden. Ich habe hier ja bereits einige Aufträge vorliegen. Links siehst du, was hergestellt werden soll und wie viele Gegenstände der Gesamtmenge noch gefertigt werden müssen. In der Mitte steht, wie viele Workshops sich mit dieser Bestellung befassen dürfen. Im Standard sind das alle. Aber du kannst es auch einschränken, wenn du parallel andere Dinge herstellen möchtest. Rechts siehst du eine ganze Reihe von Symbolen. Die Schriftrolle links gibt Auskunft darüber, ob dein Manager diesen Job bereits geprüft und abgesegnet hat. Vorher passiert nämlich überhaupt nichts, weswegen dein Manager auch ein wenig Freiraum für seine Arbeit benötigt. Rechts daneben kannst du die Anzahl der zu fertigenden Teile festlegen. Mit Plus und Minus kannst du die Anzahl erhöhen oder verringern. Oder mit der Raute einfach gleich eingeben. Mit 0 stellst du die Menge übrigens auf unendlich. Die Pfeile daneben sind dazu da, um die Priorität des Jobs zu verändern. Generell werden alle Arbeiten parallel abgearbeitet. Also nicht erst einen Job komplett und dann folgt der nächste, sondern immer abwechselnd von jedem ein Teil. Jedoch wird mit der Priorität festgelegt, welcher Job früher vom Manager geprüft oder begonnen wird. Daneben können die Voraussetzungen für den Job festgelegt werden. Also wie oft und unter welchen Bedingungen er ausgeführt werden soll. Rechts daneben mit der Lupe kann bei einigen Aufträgen das Ergebnis noch näher spezifiziert werden. Beispielsweise das zu verwendende Material oder spezielle Untertypen. Mit dem X wird die Bestellung vorzeitig gelöscht. Ich zeige mal beispielhaft die Erstellung eines solchen Auftrags. Oben rechts mit dem Klemmbrett wird eine neue Bestellung erstellt. Braun ist vielleicht ein gutes und oft genutztes Beispiel. Ich wähle also aus der Liste aller möglichen Bestellungen Brew Drink vom Plant aus, um meine obligatorischen Plump-Helme zu verarbeiten, die du beim Start immer als Pilz oder Samen dabei hast oder haben solltest. Der Eintrag wurde der Liste unten hinzugefügt. Wie man sieht, bekommt die Bestellung ein anderes Symbol. Das heißt, der Auftrag könnte gestartet werden, sobald er vom Manager geprüft wurde. Dass er noch nicht geprüft wurde, siehst du an der nicht grün hinterlegten Schriftrolle rechts. Theoretisch muss jetzt nichts mehr gemacht werden, damit 10-mal gebraut wird. Wir wollen aber mehr Getränke haben, also stelle ich die Zahl mit der Raute auf 50. Anschließend soll eine Wiederholung eingerichtet werden, damit ich nach den erzeugten Getränken der 50 Brauvorgänge nicht leer laufe. Dazu gehe ich auf die Schaltfläche für die Bedingungen. Mit dem Uhr-Symbol kann festgelegt werden, ob es sich um eine Einzelbestellung handelt oder ob sie nach Beendigung wiederholt werden soll, was nach Ablauf direkt zu Beginn des nächsten Tages, des nächsten Monats, der nächsten Jahreszeit oder dem nächsten Jahr sein kann. Wenn die Arbeit aber ohnehin einfach nur wiederholt werden soll, kannst du die Anzahl ja auch einfach auf unendlich setzen. Also was soll der ganze Aufwand? Da kommen dann die weiteren Bedingungen zum Tragen, ob der Job bereits grünes Licht erhalten darf. Der häufigste Gebrauch ist hier vermutlich die Unterschreitung eines Meldebestandes.
Also zum Beispiel, hast du weniger als 20 Getränke, stelle 50 Getränke her, bevor du noch Gefahr läufst, keine Getränke mehr zu haben. Diese Meldebestände und Losgrößen müssen über die Zeit vermutlich von dir angepasst, das heißt heraufgesetzt werden. Um so eine Startbedingung manuell hinzuzufügen, klickst du erneut auf die Bedingungsschaltfläche. Eine neue, sehr allgemeine Bedingung erscheint, welche besagt, die Anzahl von Gegenständen ist mindestens 0. Das sollte immer gültig sein. Wir möchten es aber nicht von irgendwelchen Gegenständen, sondern von Getränken abhängig machen. Dafür klickst du auf Type. Hier kannst du aus allen verfügbaren Gegenständen auswählen. Drinks ist aber der richtige Eintrag. Mindestens 0 Getränke hilft uns aber auch noch nicht sonderlich weiter. Mit der Raute stelle ich die Anzahl auf 20 und ändere zudem den Vergleichsoperator von mindestens auf kleiner als. Jetzt stimmt die Bedingung. Vielleicht hast du gesehen, dass du auch noch genau 20, nicht 20, mindestens 20, maximal 20 und größer als 20 einstellen kannst. Maximal 20 hätte für unsere Zwecke auch noch funktioniert. Die anderen sind für andere Jobs gut, bei denen du zum Beispiel Güter nicht verwenden willst, solange nicht ein gewisser Sicherheitsbestand bleiben kann. Der Job kann dennoch weiter spezifiziert werden. So kann zum Beispiel geprüft werden, welche Getränke denn zu weniger als 20 Stück verfügbar sein sollen. Zum Beispiel Aprikosenwein. Ebenso können die Eigenschaften dieses Weins noch näher spezifiziert werden. Es könnte zum Beispiel verarbeitbarer Wein festgelegt werden, aber das, wie auch die meisten anderen Eigenschaften, machen beim Brauen nicht wirklich viel Sinn. Das ist der manuelle Weg, diese Bedingung hinzuzufügen. Seit der Steam-Version gibt es auch im unteren Bereich einige gute Vorschläge, die du nur mit einem Klick hinzufügen und anschließend anpassen kannst. Wie auch unsere weniger als Bedingung, damit ersparst du dir viel Zeit. Wenn du hier aus dem Menü herausgehst, ist der Auftrag auch so fertig und kann eine ganze Zeit lang aktiv genutzt werden. Mit der Lupe, die bei diesem Auftrag nicht verfügbar ist, kannst du ja noch das Ergebnis verfeinern. Das kannst du beispielsweise bei meinem Auftrag zum Besetzen mit Edelstein machen. Hier kannst du einerseits den genutzten Edelstein festlegen, aber auch, wie diese Edelsteine besetzt werden sollen. Du musst bei dem Material nur sicher sein, dass du es auch da hast, da sonst keine Arbeit verrichtet wird. Ebenfalls ein sehr wichtiges Menü ist der Tab Nobles and Administrators. Hier können deine wichtigen Persönlichkeiten in deiner Festung ernannt werden. Zu Beginn hast du hier nur deinen Expedition Leader stehen, aber das solltest du zumindest bei bestimmten Positionen zügig ändern. Ganz oben steht das Oberhaupt deiner Sippe. Sobald du 50 Zwerge beaufsichtigst, wird die Position durch den Bürgermeister ersetzt, welcher aber gewählt wird. Im späteren Verlauf wirst du vielleicht noch einen Baron, Herzog, Graf oder König bzw. Königin haben. Die nächste Position ist anfangs der Militia Commander, das Oberhaupt deines Militärs. Erst wenn er ernannt wurde, kannst du einen oder mehrere Militia Captains ernennen, welche deine Squads anführen, mit denen du in den Kampf ziehen kannst. Aber dazu mehr in einem anderen Tutorial bzw. später im Militärmenü. Darunter steht normalerweise der Sheriff, welcher für Recht und Ordnung sorgt, wenn es zu kriminellen Handlungen unter deinen Zwergen kommt. Bei etwas größeren Festungen mit einem Bürgermeister wie meiner hier, wird er ersetzt durch den Captain of the Guard, welcher Kriminelle fängt und bestraft. Seine Position ersetzt auch einen Militia Captain. Der Dungeon Master, welcher ebenfalls mit Erscheinen eines Bürgermeisters ernannt werden kann, ist Teil des Intrigensystems. Seine Aufgaben scheinen darin zu bestehen, Agenten zu rekrutieren und zu entdecken, die fremde Städte und Tavernen infiltrieren sollen, um wichtige Informationen zu erhalten. Bislang habe ich mit ihm zwar keine Erfahrung gemacht, aber wenn ich mich nicht täusche, hat es für den Fortress-Modus keinerlei Bedeutung. Es tut aber durch seine niedrigen Anforderungen und fehlende Nachteile, wenn du sie nicht erfüllst, nicht weh, wenn du ihn ernennst. Der Hammerer ist der Henker in deiner Festung. Nachdem ein Sheriff oder Captain of the Guard einen Verbrecher verurteilt hat, kann er bei besonders schweren Verbrechen durch den Henker exekutiert werden. Den Manager habe ich eben ja bereits erwähnt. Er ist dafür da, um deine Arbeitsaufträge zu prüfen und freizugeben. Diese gesamte Funktionalität steht dir ohne ihn nicht zur Verfügung. Der Chief Medical Dwarf ist die leitende Position für dein Gesundheitswesen. Ohne ihn kann ein Krankenhaus nicht funktionieren. In der klassischen Version von Dwarf Fortress wurde durch diese Position ein besonderes Menü mit der Gesundheitsübersicht deiner Zwerge freigeschaltet. Diesen gibt es in der Steam-Version aber leider nicht mehr. Der Broker ist die Position, die du benötigst, wenn du mit anderen Völkern Handel treibst.
Er ist dafür zuständig, dass du Werte deiner Gegenstände erkennen kannst, ebenso wie den Wohlstand deiner Festung, wie ich ganz am Anfang bereits gezeigt habe. Ohne ihn handelst du praktisch blind, nur mit dem Wissen, wie schwer das Handelsgut ist. Der Appraiser-Skill deines Zwergs ist für den Job erforderlich, um die Preise zu schätzen. Falls dein Zwerg diese Fähigkeit nicht hat, erhält er sie beim ersten Handeln. Seit der Steam-Version ist die Güte dieser Schätzfertigkeit dafür verantwortlich, wie genau deine Preise dargestellt werden. Unter Umständen werden sie sehr stark fehlerhaft dargestellt, sodass du eventuell einiges deiner Güter unter Wert anbietest, wenn der Skill nur minimal ausgeprägt ist. Der Bookkeeper ist für die Inventur in deiner Festung zuständig. Ohne ihn siehst du deine Bestände oder Werte deines Wohlstands nur in sehr ungefähren Mengen. Der Messenger ist ein Abgesandter, der für die Kommunikation zwischen deiner Zivilisation und anderen eroberten Gebieten zuständig ist. Mit ihm kannst du die verbundenen Völker bitten, Zwerge als Migranten zu dir zu senden. Nachdem ich jetzt die verschiedenen Positionen erklärt habe, noch ein paar Worte zum Umgang mit dieser Ansicht. Mit dem Pluszeichen kann eine Position ernannt werden. Falls für die Position diverse Fähigkeiten vom Vorteil sind, werden sie in der Liste der Zwerge mit aufgeführt. Einer Position kann mit dem Kronensymbol ein Gegenstand oder mehrere als Symbol seiner Position übergeben werden. Das kann eine Waffe, ein Helm oder ein anderer am Körper getragener Gegenstand sein. Wenn so ein Gegenstand gewählt wird, wird er mit einem besonderen Namen versehen, ähnlich wie beim Erstellen des Festungsnamens. Rechts neben der Krone ist eine Reihe von Symbolen zu sehen. Die ersten 5 Symbole geben die Voraussetzungen für eine Position an. Das sind von links nach rechts ein Büro, ein Schlafzimmer, ein Esszimmer, eine Grabstätte und diverse zusätzlich geforderte Gegenstände wie Kisten, Rüstungsständer und so weiter. Sind diese Voraussetzungen nicht gefordert, sind die Symbole schwarz hinterlegt. Rot, wenn sie überhaupt nicht erfüllt sind. Gelb, wenn sie nur teilweise erfüllt sind, zum Beispiel ein Büro, aber in einer zu geringen Qualität. Oder grün, wenn sie vollständig erfüllt sind. Im hinteren Teil gibt es noch 2 weitere Symbole, falls dein Bürgermeister beispielsweise Mandate für Exportverbote und Produktion erhebt. Beim Bookkeeper gibt es noch eine weitere Einstellung zur Festlegung, mit welcher Präzision er arbeiten soll. Stufe 5 heißt, dass selbst 5-stellige Mengen korrekt gezählt werden. Die höchste Präzision kostet dem Bookkeeper in der Anfangszeit deutlich mehr Zeit, ist im späteren Verlauf, wenn nur noch Differenzen aufgearbeitet werden müssen, aber wieder vernachlässigbar. Der nächste Tab ist der Tab Objects. Nachdem wir jetzt schon mehrere Bereiche hatten, die wirklich tief heruntergehen und sehr umfangreich sind, ist dieser wohl der mit Abstand kleinste. Hier findest du diverse Gegenstände wieder. Unter Artifacts findest du, wer hätte es gedacht, die Artefakte, welche in deiner Festung vorhanden sind. Sei es aufgrund der lokalen Fertigung oder ob sie auf anderen Wegen in die Festung gelangt sind. Falls du dir dem bislang noch nicht bewusst sein solltest, Artefakte können alle Arten von nicht verbrauchbaren Gegenständen sein, welche in einem Anfall von Arbeitswahn von einer Kreatur hergestellt werden, welche dadurch entweder in diesem Arbeitsbereich legendär wird und ein Objekt höchster Güte und Wert schafft oder daran zugrunde geht, wenn er die nötigen Materialien dafür nicht finden sollte. Nach der Erschaffung beansprucht die Kreatur das Objekt meistens als Familienerbstück, verschenkt es an Familienmitglieder, deklariert es als Schatz einer Sippe oder ähnliches. Als Erbstück habe ich es bislang am häufigsten gesehen. Diese Info findest du ganz rechts in dieser Tabelle, direkt neben den üblichen Schaltflächen zum Aufsuchen des Lagerortes und zum direkten Untersuchen des jeweiligen Objektes. Achtung, jetzt springe ich einmal kurz aus der Reihenfolge. Im dritten Tab findest du die Objekte wieder, die du im Zuge des Zuweisens zu einem Administrator, wie eben gesehen, benennen konntest. Und zudem könnte es sein, dass Söldner ab und an ihre an sich gebundenen Waffen benennen. Diese tragbaren Objekte findest du hier. Jetzt zum übersprungenen Tab Symbols. Das ist ein Teilauszug aus den Named Objects, nämlich die Objekte, welche jetzt gerade auch als Symbole bei den Administratoren im Einsatz sind. Abgelegte Objekte findest du nur unter Named Objects. Und als letztes in diesem Bereich findest du unter Written Content Bücher mit den Unterkategorien Kodexe und Schriftrollen. Sie werden meist in deiner Bücherei in Bücherregalen gelagert, Falls du diese bereits in deiner Festung besitzt. Durch Bücher werden Bedürfnisse des Lesers befriedigt, abstrakt zu denken und sich selbst zu hinterfragen. Justice ist das letzte große Thema hier im Menübereich. In diesem Bereich geht es um das Justizsystem, welches mehr oder weniger kriminelle Vergehen aufdecken und bestrafen soll. Ich denke, auch dieses Thema ist ein ganz eigener Themenbereich für sich.
aber gut, wenn man es anfangs zumindest schon einmal gesehen hat. Vorab einen ganz großen Dank an dieser Stelle an meinen Discord-Bibliothekar Leran für die äußerst hilfreiche Bereitstellung dieses Spielstandes. Verbrechen können bei Dwarf Fortress zum Beispiel Mord, Diebstahl, Spionage und Sachbeschädigung sein. Aber auch viel profanere Dinge wie das Unterlassen der Produktion von Gegenständen, die zum Beispiel vom Bürgermeister angeordnet wurden. Unter Open Cases findest du die neuen noch nicht abgeschlossenen Fälle. Hier habe ich gerade zwar kein Beispiel, die Registerkarte sieht aber genauso wie Cold Cases aus. Also bei zumindest ein Jahr alten Fällen. Links siehst du hier das Verbrechen, in diesem Fall der Diebstahl eines Artefakts. Rechts daneben steht, dass der Fall derzeit ungeklärt ist, der Zeuge, wer mit dem Fall verwickelt ist, wann es passiert ist und wann gemeldet wurde. Das kann dazu genutzt werden, um Verhöre durchzuführen. Mit Interrogate können Zwerge fürs Verhör vorgeladen werden. Auf unschuldige Zwerge hat das keinen negativen Effekt, bis auf die verbrauchte Zeit. Beim Verhör können aber neben Beschuldigungen des eventuellen Täters auch Informationen zu Verschwörungen und Auftraggeber ans Tageslicht kommen. Ebenso kann am Ende mit Convict eine Person verurteilt werden. Die Verurteilung macht den Verurteilten unglücklich und den Kläger glücklich. Die Strafen können je nach Schweregrad einer, keiner oder mehrere der folgenden Optionen sein: Prügel durch einen Fortress Guard, Gefangenschaft und gegebenenfalls Exekutionsversuche durch den Hammerer, welche tatsächlich auch überlebt werden können. Wenn ein Fall dann abgeschlossen ist, landet er unter Closed Cases, wo der Verlauf des Falles noch einmal nachgelesen werden kann. Unter Fortress Guard findest du dann deine Militäreinheit, die für Recht und Ordnung sorgen bzw. die Strafen durchsetzen soll. Die Fortress Guard-Mitglieder sind deine Militäreinheit, die vom eben vorgestellten Adligen Captain of the Guard angeführt werden. Sie schleifen deine Zwerge beispielsweise auch ins Gefängnis oder verteilen Prügel. Unter Convicts findest du die letztendlich verurteilten Personen, ob noch Strafen ausstehen und wessen sie beschuldigt wurden. Intelligence geht noch ein wenig tiefer, und zwar insofern, dass dort innerhalb von Befragungen auch geplante Verbrechen herauskommen können, welche dann anschließend unter Plots auftauchen. Die verwickelten Personen tauchen unter Actors auf und unter Organizations findest du dann auch eine mehr oder weniger große Hierarchie, wer der Boss der Organisation ist und wer die ausführenden Personen. Da denkt man, das sind 8 kleine Knöpfchen da unten links in der Ecke. Was soll sich da schon Großes hinter verbergen? Und dann eröffnet sich dahinter ein ganzes Universum, das einen durch die schiere Informationsvielfalt fast erschlägt. Das waren jetzt circa die ersten 60% des Tutorials und ich hoffe, das war noch nicht zu viel für dich. Denn im nächsten Video geht es mit den restlichen 40% ganz ähnlich weiter. Ich kann doch sicherlich wieder mit dir rechnen, oder? Hallo? Bist du noch dran? Hallo? Du hast dein Abo vergessen!